please begin your performance? Wir werden jetzt nochmal ganz eindrucksvoll auch die einzelnen Elemente gezeigt, die eine Show-Marching-Band ja mit ins Programm bringen muss. Das heißt, man sieht ja auch, dass die Musiker sich alle synchron zur Musik bewegen und dass es nicht nur ein statisches Abspielen von Musik ist, denn das kennzeichnet ja so eine Weltmeisterschaft der Marching-Show-Bands auch aus. Deshalb ist ja auch der Name Show mit hier dabei. Und diese Band zeigt doch schon recht eindrucksvoll, was man aus der Bewegung heraus machen kann. Und man muss dabei ja noch immer den richtigen Ton treffen, was, denke ich, gar nicht so einfach sein wird. Sehr eindrucksvoll an dieser Stelle auch, wie diese Band es versteht, den gesamten Wettkampfplatz auszunutzen. Das ist ja auch eine Sache, auf die die Juroren immer sehr viel Wert legen. Und dazu ist auch zu bemerken, dass
die Dirigenten sich die Aufgaben teilen, sodass also auch jeder in der Show die Chance hat, denjenigen zu sehen, der den Takt angibt, damit das alles perfekt ablaufen kann. Wir haben 10 Kampfrichter im Einsatz, 10 Juroren, die kommen aus Thailand, Japan, Kanada, aus Dänemark sind Kampfrichter mit dabei, die also jetzt auch im Detail ganz genau beobachten, jeder für eine ganz spezielle Strecke, wie dieser Wettkampf durchgeführt wird. Da geht es zum einen um die musikalische Darbietung, zum anderen aber auch um die Show, um den Gesamteindruck, um die Arbeit des Drum Major. Also jeder Kampfrichter hat eine ganz spezielle Aufgabe und auch sein eigenes Punktsystem. Und maximal können 100 Punkte erreicht werden. Aber das ist, glaube ich, eine Traumvorstellung. Und ich denke mal, wir werden es hier wieder mit einer Punktzahl so um die 90 Punkte eventuell zu tun bekommen.
Damit verabschieden wir uns von der Red Deer Royals Showband aus Kanada.